Frauen wollen sich deine Aufmerksamkeit verdienen. Einer der größten Fehler, den viele Männer immer machen, ist, dass sie der Frau von sich aus ganz automatisch viel zu viel Aufmerksamkeit geben. Von Kennenlernen an, von Moment 1 an, von Date 1 an. Da glauben manche Männer, sie müssten ihre ganze Lebensgeschichte auf dem ersten Date erzählen, weil sonst sehen sie die Frau vielleicht nie wieder. Aber gerade das sorgt dafür, dass die Frau nach dem ersten Date Interesse verliert. Wenn du das mal hattest oder wenn du es öfter hast, dass du Frauen vielleicht kennenlernst, aber dann weiter nichts daraus wird, dann überleg mal, überprüf mal bei dir, gibst du vielleicht zu viel Preis? Bist du vielleicht nicht geheimnisvoll genug? Einer der häufigsten Fehler, den die Männer machen, denn Frauen wollen arbeiten für deine Aufmerksamkeit. Frauen wollen sich deine Aufmerksamkeit verdienen, weil nur wenn sie sich deine Aufmerksamkeit verdienen, haben sie das Gefühl, da haben sie einen wertvollen Mann, einen Mann, den nicht jeder haben kann. In dem Moment, wo du alles über dich preisgibst, wo du alles erzählst, wo du immer auf alle Fragen sofort mit der richtigen Antwort antwortest, in dem Moment, wo du alles über dich nach außen gibst zu der Frau auf einem Date, beim Kennenlernen, wirst du für die Frau auf gewisse Art und Weise auch uninteressanter. Lass die Frau dafür arbeiten. Gib der Frau immer wieder kleine Gebiete, die sie noch neu erkunden kann. Natürlich irgendwann, wenn du dann mit der Frau verheiratet bist, wenn ihr Kinder habt, dann kennt ihr euch sehr gut. Selbst da wäre es von Vorteil, wenn es immer noch so Momente gibt, immer noch Dinge gibt, die man vielleicht nicht voneinander weiß, die man noch aneinander entdecken kann. Aber wenn du das früh, am Anfang des Kennenlernens bereits machst, viele Informationen über dich preisgibst, dann machst du dich damit sehr uninteressant. Und das bedeutet jetzt nicht, dass du gar nicht über dich sprechen darfst, das ist gar nicht der Punkt. Aber du, zum Beispiel kannst du, wenn du dieses Problem hast, wenn du glaubst, dieses Problem zu haben, dich auf dem Date mal mehr darauf fokussieren, Dinge über die Frau zu erfahren. Dadurch, dass du die Frau mehr reden lässt auf dem Date, kommt ganz automatisch diese Dynamik zustande, dass du weniger redest und deswegen geheimnisvoller bleibst. Das heißt, wenn du ein Problem damit hast, wenn du merkst, hey, meine Dates sind irgendwie sehr kurz oder irgendwie wird aus dem ersten Date dann kein zweites, dann kann es sein, dass du an diesem Problem leidest und dann solltest du mal probieren, in die genau andere Richtung zu gehen und die Frau viel reden zu lassen. Du kannst auch einige Fragen, die die Frau dir stellt, nicht oder spielerisch beantworten. Du musst nicht jede Frage wahrheitsgemäß sofort beantworten. Du kannst dir auch sagen, ah, okay, das erzähle ich dir ein anderen Mal und so ein bisschen Spannung aufrechterhalten. Das ist unglaublich effektiv und sorgt ganz enorm dafür, dass Interesse bei der Frau erzeugt wird. Natürlich musst du es nicht übertreiben und ihr gar nichts erzählen, dann denkt sie sich auch, was ist das für ein Idiot. Aber beobachte das mal bei dir. Schau mal, wie viel du der Frau preisgibst. Wir sind von gesellschaftlichem Blick aus sehr darauf programmiert, immer eine Antwort zu geben, wenn wir eine Frage bekommen. Immer das zu sagen, wonach wir gefragt wurden. Das heißt, von Natur aus tendierst du wahrscheinlich sowieso eher dazu, zu viel zu erzählen. Dem musst du ein bisschen entgegenwirken. Bleib ein bisschen geheimnisvoll. Je mehr Mysterium da ist, desto mehr kann die Frau in Arbeit investieren, um dieses Mysterium aufzudecken. Desto interessanter ist es für sie, desto mehr Spaß macht es ihr und desto mehr möchte sie auch aufdecken, was dahinter steckt. Sie möchte für sich selbst herausfinden, wer ist dieser Mann, der da vor mir ist. Sie möchte das mit ihren eigenen weiblichen Fähigkeiten herausfinden. Sie möchte nicht, dass sie das alles von dir erfährt. Und je mehr Raum du ihr dafür gibst, desto mehr Spaß wird sie daran haben. Und das spielt dir unglaublich in die eigene Tasche. Je geheimnisvoller du bist, desto interessanter bist du. Und je länger du es aufrechterhalten kannst, desto besser. Denn wenn die Frau Zeit in dich investiert und Mühe und Arbeit, dann lernt sie dich und die Zeit mit dir und das Zusammensein mit dir mehr zu schätzen. Dann ist sie emotional investierter in euer Zusammensein. Und dann kann es schneller zu solchen Dingen wie Sex kommen, wie Beziehung kommen. Das sind Dinge, die werden beeinflusst dadurch, wie investiert ist die Frau in dich. Und 99% der Männer geben zu viele Informationen raus. Das ist der große Fehler. Die Frau möchte das. Sie wird dir das vielleicht nicht sagen, wenn du sie spezifisch danach fragst, hey, möchtest du arbeiten für die Aufmerksamkeit eines Mannes? Da kann sie nicht Ja sagen. Weil wir in der Gesellschaft dieses Feminismus-Ding haben, dieses Frauen sind eigenständig und brauchen keinen Mann. Das kann sie halt nicht sagen. Aber es macht ihr Spaß. Frauen haben Spaß daran, darüber etwas herauszufinden. Das ist bei Männern übrigens auch so. Ich habe einen Kumpel, der hat auch bei mir bei einem Vortrag mal gesprochen. Und der hat das perfektioniert, sehr geheimnisvoll zu sein. Du siehst ihn und kriegst so ein bisschen was aus seinem Leben mit, aber er zeigt dir nur so ganz kleine Dinge. Und anhand dessen
machst du dir so ein Gesamtbild und denkst dir, boah, der hat bestimmt das krasse Leben, boah, was der wieder alles abgezogen hat, boah, was der alles schon gemacht hat. Aber du weißt nicht so wirklich, du weißt nie so wirklich, ob der das wirklich gemacht hat. Du weißt nie, was davon wirklich wahr ist. Aber du denkst dir immer, hey, das ist voll spannend. Und in dem Moment projizieren wir unsere eigenen Fantasien, unsere eigenen Wunschvorstellungen auf diese Person. Also wenn diese Person uns die Möglichkeit gibt, hier ist geheimnisvoll, hier ist eine Leere, die kannst du füllen, dann nehmen wir unsere Vorstellungen, unsere Fantasien und projizieren die auf die Person. Und das ist super spannend. Und das passiert auch, wenn du der Frau die Möglichkeit gibst, etwas auf dich zu projizieren. Weniger verraten, mehr geheimnisvoll sein. Ja, du solltest nicht sein wie ein offenes Buch, das die Frau einfach lesen kann. Wie unspannend ist das denn, wenn sie nach dem ersten Date bereits alles über dich weiß? Warum sollte sie dann auf ein zweites Date mit dir gehen? Da gibt es ja gar keinen Grund mehr für. So würde es dir wahrscheinlich auch gehen. Wenn du auf einem Date bereits alles über diese Frau herausgefunden hast, super unspannend. Und keine Sorge, nur weil du sie reden lässt in Zukunft, heißt es nicht, dass du alles über sie erfahren wirst. Aber das ist ein Prozess, der Dating-Prozess, vom Kennenlernen bis zum Beispiel zur Beziehung und zwischendrin Sex, ist ein Prozess. Ja, der verläuft so. Das ist nicht, ich lerne sie kennen und bin am nächsten Tag mit ihr zusammen. So wie manche Männer tatsächlich an die Sache rangehen. Sie lernen eine Frau kennen und dann gehen sie direkt in Beziehungsmodus. Nein, das entwickelt sich über die Zeit mit Spaß, mit Entdecken, mit Emotionen, Gefühlen. Sobald diese Sachen reinkommen, entwickelt sich das und dann kann sich das hin zu einer gemeinsamen Beziehung entwickeln. Aber auf diesem Weg ist es unerlässlich, dass geheimnisvoll bleibt, dass diese geheimnisvolle Atmosphäre bleibt. Und die kannst du kontrollieren. Und du kannst gut darin werden, das zu kontrollieren, mit der Zeit, mit Übung. Du kannst Geschichten erzählen von dir aus deinem Leben, die anfangen und das Ende nicht erzählen. Ihr sagen, ja, das verrate ich dir später. Probier mal allein das. Daran kannst du selbst erkennen, wie mächtig das ist. Erzähl mal eine Geschichte aus deinem Leben und erzähl ihr aber nicht das Ende. Und sag ihr, ah, das erzähle ich dir vielleicht später. Sie wird dich löchern und die ganze Zeit darauf erpicht sein, den Rest dieser Geschichte zu erfahren. Ja, das wird ihr Fokus sein. Daran wird sie Arbeit investieren. Was spannend ist, wir wollen das Ende erfahren, das ist so, Serien bedienen sich der gleichen Mechanismen, Filme. Du guckst eine Serie und am Ende passiert irgendwas so Spannendes, dass du dir denkst, ich will die nächste Folge sehen und gucken, wie es weitergeht. Das gleiche Prinzip kannst du anwenden bei Frauen, bei Menschen im Allgemeinen. Das ist kein spezielles Frauending. Die Aussage ist nicht, oh, Frauen sind so beeinflussbar, schau mal hin. Sondern Menschen allgemein, das funktioniert bei allen Menschen. Das kannst du anwenden in deinem Datingleben. Die Sachen, die Leute in Serien anwenden, um dich nach Serien süchtig zu machen, kannst du anwenden bei einer Frau, bei Personen. Indem du einfach ein gewisses Geheimnis lässt. Indem du Informationen mal aufschiebst. Und es ist nicht so, dass du die andere Person damit auf irgendeine Art und Weise verletzt oder irgendwas in der Art. Das gerade macht es spannend. Das gerade macht die Interaktion spannend. In unserem Leben sind so viele Dinge weniger aufregend, als wir gedacht haben. Viele Dinge sind Alltag und Alltag kann manchmal sehr öde sein. Und da freut sich eigentlich jeder Mensch, wenn mal ein bisschen was Spannendes passiert. Und genau das kannst du für die Frau sein. Ein spannender Mann, bei dem sie nicht genau weiß, wer das ist, es aber unbedingt herausfinden möchte und natürlich dann mehr Zeit mit ihm verbringen muss, um das herauszufinden. Ich hoffe, das Konzept ist soweit klar. Wenn nicht, schreib es mir in die Kommentare. Videovorschläge auch gerne in die Kommentare. Geil, dass du dabei warst. Links kannst du den Channel abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Aktiviere auch die Glocke. Unter mir kommst du zu den drei mächtigsten Anziehungsschaltern. Die solltest du kennen, wenn du deinen Erfolg mit Frauen steigern willst. Das gratis PDF-Dokument kannst du dir unter mir runterladen. Und nun rechts an der Ecke kommst du zu einem Video, das ich dir empfehle. Wenn dir dieses Video gefallen hat, schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.